Ja, fein, komm schnell. Oh, jetzt kriege ich dich. Wo ist er? Oh, warte. Meiner. Ja. Oh, was ist hier los? Meiner. Oh, pass auf. Und hopp. Hui, ja, fein. So, guten Morgen, meine Lieben. Jetzt begrüße ich euch auch mal. Es ist schon 12:30, glaube ich, gleich. Also wir bekommen gleich Besuch. Es ist der zweite Weihnachtstag heute. Frohe Weihnachten nochmal an euch alle. Gestern hatten wir keinen Besuch und dafür heute wieder. Ja, wir haben schon ordentlich gewuselt hier, Bernd und ich. Der Bernd hat gewischt, ich habe gesaugt, Sofa abgesaugt, alles Mögliche, was man so macht, um Besuch zu empfangen. Jetzt gehen wir gerade nacheinander duschen. Also der letzte ist jetzt Bernd, der duschen geht. Er hat noch Suppe gekocht, dass wir gleich Mittag essen können. Heute gibt es relativ ungesundes Essen. Wir frittieren uns alles Mögliche. Pommes, Kroketten. Ja. Die müssten in dem Spiegelschrank sein, da an der rechten Seite, wo dein Deo und so ist. Erste Mal Rasierklingenwechsel, seitdem wir hier wohnen. Wusste ich nicht, wo ich die hatte. Ja, wir frittieren uns alles Mögliche heute. Und ja, ich versuche euch weitestgehend mitzunehmen. Allerdings ist es ja schwierig, wenn Besuch da ist, zu vloggen. Ich hoffe, ihr versteht das. Geschenke sind schon unterm Baum für Oma und Opa. Dann wünsche ich euch mal ganz viel Spaß bei diesem Video. I vlog you. Wir sind wieder alleine. Yay. Nein, war schön. Aber jetzt möchten wir uns aufs Sofa fläzen. Wir werden jetzt hier nochmal Essen machen. Fritteuse ist schon angeschmissen. Es gibt Pommes und Schnitzel und das alles, was wir heute Mittag auch hatten, halt nochmal. Und was haben wir geschenkt bekommen? Geld. Geld. Du hast Geld? Ja, ich habe auch Geld bekommen. Aber ich habe eine Speicherkarte bekommen. Ja, da habe ich mich sehr gefreut. Und der müsste hier irgendwo sein. Ja, Glühweinbonbons haben wir geschenkt bekommen. Und Calvino hat Knaller bekommen. Das hatten wir schon gesagt. Oder hatte er sich schon gewünscht, bevor das alles entschieden wurde. Und das, was man hat, das darf man ja verkaufen. Das sind nur so. Ja, das darf man verkaufen. Das darf man benutzen. Das sind solche hier, so kleine. Nicht hier China-Böller oder so. Sondern die ganz normalen. Was ist in der Mikrowelle? Zigeunersoße? Ach so, ja, darf man ja nicht sagen. Die Soße ungarischer Art. Soll ich die nochmal anmachen oder? Ich finde die heiße. Das weiß ich nicht. Er guckt. Ist ja bald alles zu da unten, ne? Wenn die Küche irgendwann mal fertig ist. Hier haben wir noch Cordon Bleu, Frikadellen und Bratwurst. Der da oben schon steht. Den hat er da versteckt für schlechte Zeiten, sagt er. Ne, Smurfy? Ja. So. Jetzt gucken wir jetzt Fußball. Würde ich gerne ein bisschen. Okay. Smurfy, es lohnt sich. Du wirst verwöhnt. Hab auch deinen Platz. Wo ist dein Platz? Hier bei mir? Sag mal nicht. Da weiß ich jetzt genau. Zeig ihm doch wenigstens was. Hast du das Schnaufen gehört? Es gibt was, was es noch nie gab. Wasserei. Ein Wasserei. Mal gucken, wie er reagiert. Er sagt, Ein Wasserei? Das ist bestimmt richtig glitschig. Das ist ja halt das eine. Das Wasser mit. Hat ihm jetzt aber nicht gepasst, dass er mit seinem Schnäuzchen zu dir Wasser haben wollte. Du musst das schnorcheln. Du bist einer. Ja, wir haben heute was bestellt für den Smurfy, ne? Ein neues Seresto-Halsband. Und,
Wasser schon fast weg, ne? Und diesen Kong Wobbler. Wobbler-Kong. Das ist so groß wie das ungefähr. Das kann man aufschrauben und Leckerchen reinmachen. Dann ist da ein Loch drin, wenn man es halt zusammenschraubt. Und das stellt sich immer wieder hin, so. Ich bin mal gespannt, wie lange das halten wird. Und dann fallen die Leckerchen da raus. Aber der Kong... Bitte Schnauze war im Wasser und atmet aus. Ich glaube, voll Luftblasen. Geschnorchelt. Aber der Kong, den wir schon haben, der blaue, der ist ja auch heile, obwohl er da immer drauf rumkaut. Und Calvino ist oben, der hat einen Rennanzug geschenkt bekommen. Der ist jetzt der Rennfahrer, der ist ganz selig. Gestern die Station, nee, vorgestern, wo er das Lenkrad und so für die Playstation drauf machen konnte und Gaspedale und jetzt noch den Rennanzug. Jetzt ist er im Rennfahrerheim. Ich habe irgendwie den ganzen Nachmittag und Abend wieder diese Wehen, so wie Senkwehen oder Übungswehen oder wie auch immer ich das nennen soll, hatte ich jetzt ein paar Tage nicht. Ja, heute ist 37 plus 0, also sie dürfte jetzt kommen. Ich könnte ins Geburtshaus gehen zur Entbindung, das ist schon mal sehr beruhigend zu wissen, dass jetzt so der Tag ist. Also innerhalb der nächsten 5 Wochen, wenn sie da kommt, dann darf ich zum Geburtshaus gehen zum Entbinden. Ja, ich weiß auch nicht. Ich halte mal die Füße ein bisschen oben, weil Laufen ist halt voll doof, ne? Wenn der Bauch so hart wird und so. Ich meine, es geht, aber nicht so toll. Aber es ist ja eh abends. Wir haben 20 vor 8. Da ruht man sich ja eh aus, ne? Wenn es losgeht. Aber es ist richtig spannend, finde ich. Bei Calvino war das einfach so, da haben wir einfach gewartet. Aber jetzt ist irgendwie so total spannend und aufregend, wann es denn jetzt wirklich losgeht. Gestern hat die sich auch gedreht. Also nicht mit dem Kopf oben unten, sondern sonst lag sie immer mit dem Rücken auf der linken Seite und auf einmal lag sie dann auf der rechten Seite. Und das hat sich so voll komisch angefühlt, dieses Wut rüber. Aber heute liegt sie wieder so wie immer auf der linken Seite. Weiß das noch nicht so. Du sollst das nicht filmen, du sollst das mit Fressen würdigen. Smurfy wartet aufs Fresschen, was Härchen da hinten macht. Sag mal, Du siehst aus wie der Sid von Dings. Wie heißt's? Ja, also es ist schon morgens, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Der nächste Tag. Wir haben gestern Abend nicht mehr gevloggt. Und heute Morgen wurden wir von dem Hahn geweckt, ne? Der jetzt aus dem Stimmbruch langsam. Ich wurde vom Hund geweckt, der am Bett genagt hat. Ja? Ich wurde an mir und dann am Bett. Ich wurde geweckt vom Hahn. Ich habe erst gedacht, was ist das denn für ein Geräusch? Und dann so, der übt halt noch das Krähen. Und davon ist das Murphy, glaube ich, auch wach geworden. Ja, jetzt kriegt er Hunger. Und mein Akku ist gleich leer. Also ich verabschiede mich schnell. Danke fürs Zuschauen. Und ja, wir vloggen gleich weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Smurfy. Smurfy. Sag mal, ciao! Gibt's jetzt Fresschen? Der Akku ist noch nicht leer. Er kann dich nicht aus den Augen lassen. Ach so, wenn der Akku noch nicht leer ist, dann kann ich vielleicht noch sagen.